Hi ihr Lieben, Whisky Hort ist hier mit Quick and Dirty Video Nummer, ich weiß nicht, 600 und ein bisschen mittlerweile. Small Batch Abfüllung von Signatory, eine fehlt uns noch, und zwar den rauchigen Kalida. Den haben wir ans Ende gestellt. Auch er, wie die anderen drei, die jetzt unlängst erschienen waren, 48,2%, auch Oloroso Fass. Und man sieht es an der Farbe, die sind alle zumindest optisch sehr ähnlich. Der ist 10 Jahre alt, so wie der Everfeldy. Das sind die beiden jüngsten aus dem Bottling. 11 war der Bunner, 12 der Everlaw. Und in dieser Small Batch Reihe gab es schon einige tolle Kalilas. Ich kann es nicht verleugnen. Einmal die Nase rein und ja, das ist Kalila. Dreckig, maritim, schmieriges Hafenbecken. Schön. Dazu trockene Sherry-Noten. Es gibt so Haselnüsse in einem Schokomantel, so kleine Kugeln. Das schwebt vor meinem geistigen Auge jetzt im Moment angesichts der Aromen. Wirklich so richtig schön. Aschiger, maritimer Rauch, Torfrauch in der Nase, frisch dabei. Riecht wie salzige Meeresluft. Fein. Das sind ja immer noch meine Liebsten, die Whiskys von Isla. Mal gucken, ob der mich denn auch geschmacklich trifft. Flange. Dafür, dass er in der Nase relativ jodhaltig, maritim, frisch wirkte, kommt er jetzt sehr rund, sehr geschmeidig daher. Im ersten Moment stehen eindeutig die Aromen aus dem Sherryfass im Vordergrund. Da ist es schon nussig, ein bisschen schokoladig, bevor dann so quasi das Ganze unterwandert wird von dem Torfrauch, der sich immer breiter macht und dann letztendlich die Führung übernimmt. Schokolade. Die Nüsse, das rundet dann ab, macht es aber sehr spannend. Die maritime Note geht so ein bisschen verloren. Das ist ein schöner, aschiger Torfrauch. Aber so diese Frische, diese Leichtigkeit ist in der Nase doch stärker ausgeprägt als auf der Zunge. Dabei enorm weich, geschmeidig, und wäre da nicht wirklich diese krasse Rauchbombe im Geschmack, wäre das locker easy drinking. Also für Peatheads ist es das sicherlich auch, aber ohne den Rauch wird das sicherlich noch mehr Freunde finden. Andererseits ist das vielleicht auch gut so, dass das ein bisschen eingeschränkt ist. Man kann ja nicht alles mögen, und das ist auch gar nicht schlimm. Es finden sich trotzdem für alle Geschmäcker passende Whiskys. Das ist einer, der wirklich für Peatheads sehr, sehr gut gemacht ist. Trifft sicherlich da viele Leute Geschmack, gerade in der Kombination mit den Sherry-Noten.
sehr ausbalanciert, sehr ausgewogen dargestellt. Feine Sache. Für 70 Euro für einen 10-Jährigen. Auch kein schlechter Kurs. Wer auf Peach steht, der kann hier zugreifen. Definitiv. Oder vorher vorbeikommen zum Probieren. Wir haben die Flasche offen. Macht euch selbst ein Bild und entscheidet dann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß mit allem, was ihr genießt. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.